Hallo und willkommen zurück zur neuen Aufnahme von Let's Play Wildlands. Hier mit uns dreien mit dem lieben Lemon Freak. Hallo. Krieg einfach geradeaus. Und der lieben Blue Jenny. Halli und hallo. Es ist Wildlands. Hallöchen. Gib mir einfach Gas. Ach. Wie kommt das denn? Ist denn hier so, Alter. Wie viel wir noch einsammeln müssen, das ist so krank. Die Map ist kunterbunt. Ja. Und es wird warm bei mir in der Bude. Mach eine Klimaanlage an. Hey, bezahl mir das Geld dafür. Sind wir nicht so arg teuer mehr, oder? Ich muss aber wieder zu dir Miete bezahlen. Muss ich auch. Wow. 50 Euro für das Essen oder was? Aber was, 50? Wie viel Miete musst du denn zahlen? Ohne entdeckt zu werden, wir müssen weg. Weil ich zahle 340 plus knapp 200 Euro nochmal allein an Essen. Oh ja. Ohne entdeckt zu werden, also passt bitte auf. Und ich habe dennoch alle anderen Nebenkosten. Und dazu hatte noch eine Freundin. Ja. Ich habe knapp 1000 Euro nur an Nebenkosten. Da machen 50 Euro ein bisschen was aus, die ich mir sparen kann. Und ich habe einen Ladescreen. Ach. Was? 500 Meter. Toll. Warum? Bist du gestorben? Ja. Ja, dann komm zu uns. Dann chill ich hier. Lemme, komm her. Darf halt uns nicht entdecken. Lass, komm einfach her. Sag Bescheid, wenn du dann sozusagen in der Nähe bist. Ja, sind noch 200 Meter. 350, Entschuldigung. Mhm. Sind fast 200. Und außerdem, du siehst das doch. Eben. Lern, kannst du kurz spotten? Alle? Spotte mal bitte. Und ich will wissen, wo draußen noch überall Menschen sind, die ein Gegner sind. Da vorne. Du musst dich mit Kuh anvisieren, alles gut. Du musst einfach nur drüber gehen. Meter, ja, du bist da. Nur einer, oder? Auf jeden Fall ist dieser eine tot. Ich sehe Carlos. Der Typ da ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den Typen verprügeln. Verschrecken Sie, du musst mir nichts tun. Dein Ernst? Zu seinem Bruder führen. Verfolgen Sie ihn. Oh. Stand da. Lesen. Tut mir leid. Was nützt es dir, ihn umzubringen? Ich habe ihn noch nicht mal umgebracht. Er hat ihn gefangen genommen. Ja, was nützt es dir? Ich dachte, wir sollen ihn verhören. Nein, verfolgen. Finden und verfolgen sie. Ach. Ist mir jetzt auch aufgefallen. Habt ihr noch Ladescreen? Ja. Jetzt nach mir auf. Ich hab grad Spaß mit dem Busch. Was denn? Viel Spaß. Komisches Ding. Abrasiert wird. Jock, 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 jock. Boah, ich hab ne Idee. Weißt du was, Tobi? Na? Wie wär's, wenn wir Hene dazu bringen, dass er mit uns Paintball spielen geht, beziehungsweise Airsoft? Und dann? Knallen wir ihn ab die ganze Zeit, weil er uns genervt hat. Teamkill, 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 minus 6 Millionen Punkte. Ups. Kein Problem. Machen wir weiter. Ich sehe Carlos. Der Typ da ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den Typen verprügeln. Verschrecken wir ihn nicht. Wir halten uns zurück und lassen uns zu seinem Bruder führen. Wir bräuchten vielleicht hier ein Auto oder irgendwas. Ist vorne. Lass ihn erstmal einsteigen, selber in ein Auto, dann fahren wir mit einem anderen Auto weg. Das sind insgesamt drei Autos da vorne. Fahrzeug bestellt. Taxi gefällig
Oh, es juckt hinten am Rücken. Kann jemand kratzen? Komm, ich komm da nicht ran. Nö. Tja, verräng dich. Verräng dich. Ich hab jetzt gedacht, du sagst, erhäng dich. Nein, sowas würde Mike doch niemals sagen. Ja, genau, das ist es ja. Er würde es sagen. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Darf ich ihn töten? Nein. Okay, ein Auto ist auf der anderen Seite, kommt her. Schnell. Ich fahr das Motorrad. Steig ein. Okay. Tobi, steig ein. Nein. Dein Ernst? Gib mal Gas, Tobi. Ich will nicht zu viel Gas. Alter. Oh, bling, bling, bling. Du blinkst? Ganz langsam. Wir fahren Tobi nicht hinten rein. Nein. Wie einfach auf die andere Seite zieht. Er kuschelt mit uns. Ja, ich kuschel gleich mit meiner Granate mit euch. Aber bitte nur mit Plüsch. Jetzt muss er wieder bei den scheiß Halssee fahren, oder? Nee. Das ist kein Salz, das ist überall Kokain. Das ist ein Kokainsee. Ah. Ich glaube, du hast ja zu viel Fantasie. Also, ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, alles, was uns in den Weg kommt, dürfen wir töten. Keine Ahnung. Abschuss bestätigt. Da ist noch ein Tango. Hab noch einen entdeckt. Scheißdreck. Okay, ich gebe auf. So, ich verhöre hier in der Ecke. Dann werde ich wenigstens hier angeschossen. Hab ihn. Was zur Hölle? Wer zum Teufel sind Sie? Wo ist Reed? Wer? Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Verarsch mich nicht, Hernando. Entweder du sagst mir, wo Reed steckt, oder El Sueño erfährt alles über deinen kleinen Menschenhändlerring. Hör auf zu schießen! Wer hat ihn getötet? Hä? Keiner hat ihn getötet. Auf mich wurde geschossen und er stand vor mir. Ja, sowas passiert, wenn man einfach reinläuft, alles noch voll Gegnern ist. Ich hab oben den Orden geholt, da. Ja. Warum das denn? Dann sag doch wenigstens, dass du einen Orden holst. Einmal mit Profis. Wie jetzt? Ich hab ein Ladescreen, ich hab keinen Wie jetzt. Und wir heben die Hände in der Luft. Wir müssen den Typen wieder folgen. Eine Frage. Glaubt ihr, in irgendeiner dieser Büsche ist Blatt? Nein. Okay. Rest in peace, Blatt. Ja. Er ist ausgetrocknet. Das Blut ist ausgetrocknet. Das Blut ist geronnen. Rest in peace, bro. Er ist tot. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe Carlos. Der Typ da ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den Typen verprügeln. Verschrecken wir ihn nicht. Wir halten uns zurück und lassen uns zu seinem Bruder führen. Wollen wir jetzt das Ding hier hinten holen? Was für ein Ding? Hab das Motorrad. Vergiss es, das ist im Gebäude. Ja, achten. Tango am Boden.
Ja, komm mal bitte her. Warum? Weil hier hinten ein Dokument ist. Ja, aber wir müssen ihn verfolgen. Stimmt. Können wir doch wann anders einsammeln. Okay, ich geh weg. Vor allem Dokumente, die uns absolut gar nichts bringen. Okay, ich nehme auch ein Motorrad. Brumm, 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 brumm. Na gut, dass wir schon wissen, wo er hin will. Fall jetzt bitte auf die Fresse. Wen meinst du, mich? Lemon. Nein. Scheiße. Was? Er hat mich gesehen. Wie hast du das denn jetzt geschafft? Da hat er auf 0,0 km angebremst. Einsatz gescheitert. Wie schafft man das, Mike? Wie viel Meter Abstand hast du gehalten? 20? Nein, das waren schon über 50 Meter. Also ja, 100. 100 mindestens. Und wenn du merkst, er bremst auf mal, der Abstand wird weniger, einfach nach links oder rechts ausweichen schnell. Wenn du nicht schnell genug bremsen kannst. Es juckt. Brennt. Es juckt. Brennt. Ihr solltet öfters mal Splinter Cell spielen. Muss ich erst installieren. Wie wär's, wenn du es jetzt playst und uns zeigst, wie es geht? Hm? Halt die Klappe. Nö. Das hat der eh schon maßlos gescheitert mit der Blacklist. Bitte? Das hat der eh schon gescheitert mit Blacklist. Ja, aber im Koop. Einer weniger. Sehr gut gemacht. Ein Schuss, ein Treffer. Du wirst ihn nicht mal hören. Genau, er schießt gegen die Scheibe. Juckt nicht. Ich sehe Carlos. Der Typ da ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den Typen verprügeln. Verschrecken wir ihn. Der hat Rückenschmerzen. Wir halten uns zurück und lassen uns zu seinem Bruder führen. Der hat definitiv Rückenschmerzen, der Typ. Nee. So, und jetzt genügend Abstand halten. Ich nehme das Motorrad. Hi. Hey! Was? Bist du über mich drüber gefahren? Bin ich gar nicht. Da bist du wohl! Hoppla. Hast du gehört, Mike? Mindestens 100 Meter Abstand. Ach, halt lieber 450 Meter weg. Ja, so weit darfst du, glaube ich, nicht. Hui. Oh, tatsächlich, die Salzdinge kannst du als Rampe verwenden. Wie geil ist das denn? Yay! Hoppa! Hoppa! Kommt auch nicht total irgendwie komisch, wenn der Typ da aus dem Fenster guckt und irgendwelche Idioten über den Salzhaufen springen. Papa! Deswegen guckt er ja nicht aus dem Fenster. Der ist immer noch bei uns im Raum. Ja. Mach mal hin, da. Hoppa da! Ernsthaft? Ab hier weiß ich gerade nicht mehr, wo es hingeht. Ist er immer noch drin? Yep. Dann guckt ihn mal an. Geht mal rein und guckt ihn an. Nee, der ist jetzt ins Auto gestiegen. Wow, auch mal. Verdächtig steht bei mir unten rechts. Ja. Wer wurde gesehen? Keiner. Ich bin hinterm Haus. Hier rauf. Einer von euch beiden wurde gesehen. Ich war ganz woanders. Genau, stimmt. Vielleicht warst du es. Thanks, Marie. Alles gut, das war ich. Das war aber aus Versehen. Du hast gesagt, guck ihn mal an. Ich habe ihn angeguckt und er hat mich gleich gesehen. Wir haben nur deinen Rat befolgt. Einmal mit Profis. Lichtig. Ich würde sagen, sehen uns in der nächsten Folge. Nein, wir sind bei 14,5. Jetzt darfst du. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.